Nicht Befehle, Verehrteste. Fragen stehen am Anfang. Fragen nach dem Was und dem Wie. Zum Fotografieren steht heute dem Interessenten ein fast unübersehbares Angebot an Apparaten und Zubehör zur Auswahl. Doch erschrecken Sie nicht. Nicht alle Apparate sind für Sie gedacht, denn Fotoapparate werden für bestimmte Zwecke geschaffen. Kaufen Sie einen teuren Apparat, bezahlen Sie Möglichkeiten, die Sie vielleicht gar nie ausnützen werden. Umgekehrt sind gewisse Aufnahmen mit billigen Apparaten unmöglich. Es gilt also vorerst darüber klar zu werden, was Sie fotografieren wollen. Nicht der teuerste Apparat ist für Sie der beste, sondern der für Ihr Aufnahmegebiet geeignetste. Ein Dienstmann zum Beispiel hat sicher viel Sonne im Herzen. Gewissen Kameras genügt das aber nicht. Ihr Bild im Sucher kann sich von der fertigen Aufnahme gewaltig unterscheiden. Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Trost, Kinder weinen auch, wenn sie aus dem Bett fallen. Angenommen, Ihre Katze ist ein Goldstück. Stimmt. Gut, dann hält sie bestimmt einen Augenblick still und wartet. Und wartet. Und wartet so lang, bis ihr die Geduld ausgeht. Merke, Mäuse warten auch nicht. Diese Beispiele mögen Sie wenig überzeugen. Deshalb wollen wir uns zunächst mit den Unterschieden der einzelnen Fotoapparate etwas näher befassen. Da wäre zuerst das Negativformat, die Bildgröße, die der Apparat liefert. Das 6x9 cm Format ist heute vom Markt fast verschwunden. Das 6x6 cm Format wird praktisch nur noch in zwei- und einäugigen Spiegelreflexkameras verwendet. 4,5x6 ist höchstens bei billigen Boxkameras noch in Gebrauch. Durchgesetzt hat sich das 24x36mm Kleinbildnegativ. Es lässt sich in Schwarz-Weiß fast beliebig vergrößern. Für farbige Diapositive wurde es dank niedriger Kosten zum Idealformat. Für gute Farbvergrößerungen ist auch für Amateure immer noch das 6x6 Format am geeignetsten. Mit der Kleinbildsystemkamera kann der Amateur praktisch alles fotografieren. Kleinbild allein ist aber noch keine Garantie dafür. Es gibt Unterschiede. Im Suchersystem zum Beispiel. Das modernste, die einäugige Spiegelreflex. Über einen Spiegel fällt das Licht auf die Mattscheibe und liefert über ein Prisma ein seitenrichtiges Bild, wie es auf dem Film erscheinen wird. Die Schärfe wird auf der Mattscheibe eingestellt. Nicht durch das Objektiv sehen Sie das Bild beim Durchsichtsucher. Wie wir später sehen werden, sind dadurch die Möglichkeiten der Kamera beschränkt. Sie ist dafür wesentlich billiger als die Spiegelreflex. Ein eigenes System hat die zweiäugige Spiegelreflexkamera. Auch hier fotografieren Sie nicht genau das Bild, das Ihnen der Sucher zeigt. Durch das untere Objektiv fällt das Licht auf den Film. Die Sucheroptik ist darüber angeordnet. Das ergibt vor allem beim Aufnehmen naher Gegenstände eine Abweichung im Bildausschnitt, wie beim Durchsichtsucher. Die Distanz aber kann auch hier auf der Mattscheibe exakt eingestellt werden. Um Ihr Bild zu belichten, stehen Ihnen heute zwei Verschlussarten zur Verfügung. Der Zentralverschluss, die eine Variante, ist meist im Objektiv eingebaut. Er wird hauptsächlich an Kameras mit fest eingebauter Optik verwendet. Er arbeitet extrem leise und erschütterungsfrei. Neueren Datums ist der Schlitzverschluss. Er befindet sich im Kamerakörper. Die Schlitzbreite regelt die Belichtungszeit. Verwendung bei einäugigen Spiegelreflexkameras.
Immer im Objektiv eingebaut ist die Blende. Ihre größte Öffnung hängt von der Lichtstärke des Objektivs ab. Mit der Lichtstärke wächst auch der Preis der Optik. Die Lichtmenge, die auf den Film fällt, lässt sich mit der Zeit und der Blende dosieren. Die Einstellringe sind an jeder Kamera anders angebracht, je nach Bauart. Die Bezeichnungen der Zeit- und Blendenwerte sind überall gleich. Sie sind international. Die Zeit, sie wird immer in Bruchteilen einer Sekunde angegeben, zum Beispiel eine Hundertstelsekunde. Die Blende, die kleinste Zahl hier 2,8, bedeutet immer die größte Lichtmenge. Die größte Zahl hier 22 nimmt am meisten Licht weg. Wir haben also zwei Möglichkeiten, die Lichtmenge zu dosieren. Wir werden aber sehen, dass wir nur einen Faktor, die Zeit oder die Blende, selber bestimmen können. Was wir beim einen wegnehmen, müssen wir beim anderen hinzufügen. Sonst geschieht das. Die Bilder werden unterschiedlich belichtet, denn im Prinzip gibt es nur eine richtige, durch die Zeit- und Blendenkombination dosierte Lichtmenge für ein bestimmtes Bild. Diese ideale Lichtmenge kann genau festgestellt werden. Der hier gezeigten Methode ist aber auf jeden Fall zu misstrauen.